أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا صلوات. So, heute ist unser Thema der Koran. Das heißt, wir wollen ein bisschen auf den Koran eingehen. Und dafür haben wir uns einige Themen ausgesucht zusammen, über die wir handeln möchten. Das erste Thema ist der Koran, wovon handelt er? Also was sind die Kernaussagen des Koran? Das zweite ist der Koran und andere Himmelsbücher wie die Tora oder die Bibel zum Beispiel. Was ist der Unterschied zwischen denen? Das dritte Thema ist ein Vergleich zwischen der Lehre des Koran und der Lehre der heutigen Zivilisation oder der Philosophie. Das nächste Thema wäre, wieso sich der Koran in seinen Suren auf Tiere wie Spinnen oder wie Bienen bezieht. Wieso diese Beispiele gebracht werden. Oder Kuh zum Beispiel auch. Und als letztes, wieso spricht Allah im Koran so große Drohungen gegen Menschen aus, die nicht glauben oder nicht gemäß ihrem Glauben leben? So, dann fangen wir von ganz vorne an, das war vom ersten Thema, und das ist der Koran und wovon handelt er? Diesbezüglich schreibt Bediüzzaman Said Nursi im Buch Ein Zeichen des Wunders, und zwar auf Seite 19, unter zweitens. Die Grundelemente im Koran und die Ziele, die der Koran verfolgt, sind vier. Die Einheit Gottes, das Prophetentum, die Wiederauferstehung sowie die Gerechtigkeit, als auch Dienst und Anbetung Gottes. Wir wollen nun diese vier Grundelemente erklären. Nach dieser Erklärung folgt gleich eine Frage, und zwar, woher wissen wir, dass der Koran diese vier Ziele verfolgt? Als Antwort: Während die Söhne Adams gleich einer großen Karawane und einer gewaltigen Schar aus den Tälern der Vergangenheit kommend in der Sahara des Seins und des Lebens Gäste werden und über die hohen Berge und durch die kunstvollen Gärten der Zukunft Schar um Schar einander folgend dahinziehen, lenkt sie in der Tat die Aufmerksamkeit der Welt auf sich. Wer sind diese Eigenartigen, diese sonderbaren Geschöpfe? Woher kommen sie? Wohin gehen sie? So fragte die Regierung der Schöpfung, versuchte ihre Lage zu begreifen und legte ihnen die Lehren der Weisheit vor. So begann zwischen ihnen das folgende Gespräch. Jetzt fragt die Weisheit, woher kommt ihr, wohin geht ihr, was macht ihr hier in dieser Welt, wer ist euer Anführer? Auf diese Frage trat ihr im Namen der Söhne Adams als einer der großen Propheten Mohammed aus Arabien, mit dem Friede und Segen sei, in Vertretung des Menschengeschlechtes entgegen und gab ihr die folgende Antwort. O Weisheit, diese Menschen, die du hier siehst, sind Geschöpfe, die durch die Macht des urewigen Königs aus den Finsternissen des Nichts in diese lichtvolle Welt des Seins gebracht worden sind. Der urewige König erwählte uns Menschen aus allem Sein und verlieh uns das große Vertrauenspfand. Wir ziehen den Weg der Wiederauferstehung und weiterhin die ewige Glückseligkeit. Unsere Aufgabe in dieser Welt ist es, die Wege zu dieser ewigen Glückseligkeit sicherzustellen und damit unsere Begabungen, die unser Grundkapital sind, zu entfalten und zu pflegen. Ich aber bin derjenige, der im Auftrag des Prophetentums von dem urewigen König gekommen ist und dieser gewaltigen Karawane der Menschen von nun an als Anführer dient. Hier ist der ruhmreiche Koran, den dieser urewige König mir als Urkunde des Prophetentums in meine Hand gegeben hat. Wenn du daran zweifelst, nimm ihn und lies. Da diese Antworten, die Mohammed aus Arabien, mit dem der Friede sei, gegeben hat, aus dem Koran entnommen wurden und in der Sprache des Koran gesagt werden, wird verständlich, dass sich die Grundelemente des Koran auf diese vier Ziele konzentrieren. Diese Fragen sind eben die Fragen, die die Weisheit gestellt hat. Also, woher kommt ihr, wohin geht ihr, was macht ihr hier in dieser Welt, wer ist euer Anführer? Und das sind die Fragen, die der Koran mittels seiner Grundelemente, und zwar der Einheit Gottes, des Prophetentums, der Wiederauferstehung und der Gerechtigkeit, abhandelt. Als zweites steht an, der Unterschied zwischen dem Koran und anderen Himmelsbüchern wie die Tora oder der Bibel. Diesbezüglich sagt Said Nursi im Buch Worte, und zwar auf Seite 234, im 12. Wort, unserem 4. Grundsatz. Wenn du verstehen willst, in welcher Hinsicht der Koran hoch und erhaben ist, über jeglichem Gotteswort und allen Worten überlegen ist, so betrachte die beiden folgenden Gleichnisse.
Hier nennt Medusa man Zeitnuss die zwei Gleichnisse. Wir werden jetzt davon das zweite Beispiel nehmen, da das besser zu unserem Thema passt. Ein Mann hält mit seiner Hand einen Spiegel gegen die Sonne. Er empfängt dadurch, je nach der Größe seines Spiegels, Licht und eine Strahlung, welche sieben Farben in sich enthält. Abhängig von obigem Verhältnis ist die Beziehung, die er zur Sonne unterhält, und der Umgang, den er mit ihr pflegt. Wenn er diesen von Licht erfüllten Spiegel nach dem von Dunkel erfülltem Hause oder einem überdachten Garten richtet, wird sein Nutzen nicht dem Wert der Sonne, sondern der Kapazität des Spiegels entsprechen. Ein anderer jedoch baut große Fenster in das Dach seines Hauses oder Gartens. So öffnet er der Sonne am Himmel den Weg, er pflegt Umgang mit dem immerwährenden Licht der wahren Sonne, spricht mit ihr, pflegt auf diese Weise durch die Dankbarkeit in seiner Haltung mit ihr Umgang. Er sagt, O du wundersame Sonne, du Schönheitskönigin der Welt, Liebling des Himmels, die du die ganze Welt mit deinem Lichte vergoldest und das Antlitz aller Blumen zum Lächeln bringst. Du hast auch mein Häuschen und Gärtchen erwärmt und erleuchtet. Jedoch der Mann mit dem Spiegel kann nicht so sprechen, denn der Widerschein der Sonne ist unter den gegebenen Bedingungen in seinem Wirkungsbereich beschränkt, er ist von ihnen abhängig. Jetzt hat Zeitlose hier auf zwei Männer, jetzt hat Zeitlose hier zwei Männer angesprochen. Der eine sieht die Sonne und versucht sein Haus mit dem Spiegel in seiner Hand, also mit dem Spiegelbild der Sonne versucht er sein Haus zu beleuchten. Und der andere baut große Fenster ein, durch die Sonne direkt in das Haus reinstrahlt. Hier ist der erste Mann, der diesen Spiegel in der Hand hat, ist als Beispiel für die anderen Himmelsbücher, wie die Tora oder die Bibel und deren Propheten. Die Bibel oder die Tora waren Bücher, die nur zu einer bestimmten Zeit gegolten haben. Das heißt, die Grundsätze in ihnen waren nur für die Menschen bestimmt, die zu der Zeit auch gelebt haben, in der die Tora oder die Bibel herabgesandt wurde. Anders aber ist der Koran ein Buch, das vom Beginn seiner Herabsendung bis zum letzten Moment des Universums Geltungsanspruch hat. Das heißt, der Koran ist sowohl für die Menschen zu der Zeit Mohammeds, sallallahu alaihi wasallam, gültig, als auch für den allerletzten Menschen, der auf dieser Welt noch leben wird. Und hier vergleicht Bediüzzaman Zeitnus eben den Koran mit der Sonne am Himmel. Das heißt, die Sonne strahlt direkt mit ihren ganzen Eigenschaften in dieses Haus hinein. Das heißt, das Haus wird gleich mit der vollständigen Kapazität der Sonne erleuchtet. Das ist eben auch der Koran, weil der Koran eben nicht nur auf die eigene Zeit beschränkt ist, sondern sich vom ersten Moment an bis zum letzten Moment über alles aufklärt. Das nächste Thema ist der Vergleich zwischen der Lehre des Koran und die Lehre der Philosophie, also der Zivilisation. Diesbezüglich sagt Zeit-Nussi wieder im Buch Worte, und zwar wieder im 12. Wort, diesmal ist der dritte Grundsatz auf Seite 233. Ein Vergleich zwischen der Bildung, die die Weisheit der Philosophie und die Weisheit des Koran für das gesellschaftliche Leben des Menschen vermittelt. Es ist aber nun die Weisheit der Philosophie, grundsätzlich die Macht als den Eckpfeiler im gesellschaftlichen Leben anzunehmen. Als Ziel kennt sie den Gewinn. Als Lebensgrundsatz weiß sie den Kampf. Als Band der Gemeinschaft hält sie an Rassismus und Nationalismus fest. Was aber ihre Früchte betrifft, so sind es die Befriedigung der fleischlichen Gelüste und die Vermehrung der menschlichen Bedürfnisse. In Wirklichkeit jedoch ist Angriff die Konsequenz aus dem Streben der Macht. Konkurrenzkampf heißt die Konsequenz aus dem Streben nach Gewinn, weil dieser ja nicht ausreicht, um alle Wünsche zu befriedigen. Der Interessenkonflikt ist die Konsequenz aus dem Grundsatz des Kampfes. Aggressivität ist die Konsequenz des Rassismus, weil er dadurch gespeist wird, dass er andere verschlingt. Solcher Art ist also nun die Weisheit, durch die das Glück der Menschheit zerstört wurde. Das ist jetzt also erst einmal die Weisheit der Philosophie, die sie den Menschen gibt. Es ist aber nun die Weisheit des Koran, grundsätzlich anstelle der Macht die Gerechtigkeit als den Eckpfeiler im gesellschaftlichen Leben anzunehmen. Sie setzt anstelle des Gewinns grundsätzlich das, was vorzüglich ist und Gottes Wohlgefallen zu gewinnen vermag, als Ziel. Im Leben hält sie anstelle des Grundsatzes vom Kampf den Grundsatz, Beistand zu leisten, als das Wesentliche fest. Als Band der Gemeinschaft bestimmt sie anstelle von Rassismus und Nationalismus grundsätzlich die Liebe zum Glauben, zum Beruf und zur Heimat als das einigende Band. Ihr Ziel ist es, Lüste und Launen einzudämmen,
den Geist emporzuführen, die erhabenen Empfindungen zu nähren, hohe Lust zu stillen, den Menschen zu menschlicher Vollkommenheit hinzuleiten und so erst zu einem Menschen zu machen. Einigkeit ist die Konsequenz der Gerechtigkeit. Gemeinschaftssinn ist die Konsequenz eines vorzüglichen Charakters. Einander Hilfe zu eilen ist die Konsequenz des Grundsatzes, Beistand zu leisten. Das Band der Brüderlichkeit und Zusammengehörigkeit ist die Konsequenz aus idealer Gesinnung und einer gläubigen Haltung. Glückseligkeit in beiden Welten heißt das Ergebnis für den, der zuerst seine Seele gebändigt, sodann den Geist zur Vollkommenheit emporgetrieben und so ihm die Freiheit geschenkt hat. Hieran wird deutlich, dass die Philosophie der Weisheit zum Beispiel das eigene Ich als den Mittelpunkt festlegt. Das heißt, alle Ziele, alle Grundpfeiler der Philosophie sind auf meinem eigenen Leben aufgebaut. Die Weisheit des Koran aber nimmt als Grundsatz das menschliche Miteinander. Das heißt, er pflegt nicht nur Rassismus und Nationalismus, sondern sorgt dafür, dass die Menschen den Glauben als übergeordnete Sache annehmen und auch dementsprechend dann handeln. Dass die Weisheit des Koran nun mal auf dem gesellschaftlichen Leben und dem friedlichen Miteinander aufgebaut ist. Das nächste Thema wäre, wieso einige Themen im Koran von einer Biene oder von einer Ameise oder auch von einer Kuh handeln. Das erklärt Zeitlust im Buch Harmonie des Lichts, zwar auf Seite 139. Meine lieben Mitgefährten, obwohl der Koran herabgesandt wurde, um alle Menschen zu allen Zeiten in ihrer materiellen wie geistigen Bedürfnissen zu versorgen und dabei eine Vielfältigkeit und einen Umfang besitzt, in seiner Gunst die Gefühle von Menschen aller Schichten in Betracht zieht, ja ihnen schmeichelt, besonders aber dem Verständnis des einfachen Volkes, das ja die größte Schicht bildet, entgegenkommt und seine Ansprache an es richtet, welches als ein Beweis und ein klares Zeugnis für die Vollkommenheit der Rhetorik des Koran ist, wurde er die Ursache für den Irrtum kranker Seelen. Denn die Bedürfnisse der verschiedenen Zeiten sind unterschiedlich. Die Menschen sind in ihrem Denken und Fühlen und in ihrer Klugheit oder Dummheit nicht gleich. Der Koran ist ein Wegweiser und die rechte Leitung ist für alle. Daher sind die Redewendungen im Koran, je nach den Bedürfnissen der Zeiten, den Erfordernissen der jeweiligen Umstände und der Lage der jeweils Angesprochenen verschieden. In Anbetracht dieser Tatsache wäre es ein Fehler, bei jedem Ausdruck im Koran nach den höchsten und schönsten Arten in seiner Ausdrucksweise zu suchen, wobei derjenige, der den Sprecher mit der Waage und mit dem Fernrohr seines Stils sowie den Angesprochenen betrachtet, wie es seinem Gefühl und seinem Verständnis entsprechend angemessen wäre, damit sicherlich einem Irrtum verfällt. Woanders erklärt Medusaman Said Nursi auch, dass wenn Allah von seiner Position aus mit den Menschen gesprochen hätte, dass der Mensch dann nicht in der Lage gewesen wäre, diese Nachricht aufzunehmen. Dass er nicht in der Lage gewesen wäre, sie zu verstehen. Deshalb ist es ein Akt der Barmherzigkeit Allahs, dass er die Sprache im Koran rhetorisch auf das Niveau des Menschen hinabsenkt, damit auch selbst die unterste Schicht des Menschen davon profitieren kann. Ja, das letzte Thema, vorerst letzte Thema war, wieso spricht Allah so große Drohungen gegen den Menschen aus im Koran, wenn dieser doch so klein und sowieso keinen Einfluss auf das allgemeine Geschehen hat? Das erklärt Said Nursi wieder im Buch Worte, und zwar im 14. Wort, auf Seite 296. Und zwar sagt er dort, der König von Ewigkeit zu Ewigkeit, dessen Grenzen seine gewaltigen Herrschaft und Größe seiner Gottheit diese Ayat bezeichnen, macht den Söhnen Adams, die doch so hilflos und so unendlich schwach und so unendlich armselig und so unendlich hilfsbedürftig sind und nur mit einer winzig kleinen Entscheidungsfreiheit und einer nur schwachen, schöpferischen Kraft ausgestattet sind, die doch keine Fähigkeit ist, etwas zu erschaffen, heftige Vorwürfe, schickt ihnen machtvolle Warnungen und furchterregende Drohungen. Was ist der Sinn dessen? Wie lässt sich das erklären? Wie vereinbart sich das? Betrachten wir, um zu der Überzeugung von dieser tiefen und erhabenen Wahrheit hinzuführen, die folgenden beiden Gleichnisse. Erstes Gleichnis. Da gab es zum Beispiel einen herrlichen Garten, in dem sich zahllose Frucht- und blütentragende Pflanzen befanden. Um ihn zu pflegen, waren sehr viele Diener beschäftigt. Einer dieser Diener hatte lediglich die Aufgabe, den Hahn für die Bewässerung und das Trinkwasser zu öffnen. Doch das war ein fauler Diener. Er öffnete den Hahn nicht,
So wurde das Wachstum der Pflanzen gestört, einige vertrockneten. So hatten denn außer dem Schöpfer dieses hochherrschaftlichen Gartens und dem königlichen Minister für Kultur und den Dienstbeauftragten für das Licht, die Luft und die Erde auch alle Diener das Recht, diesem pflichtvergessenen Diener die schwersten Vorwürfe zu machen. Denn er hatte es verschuldet, dass alle Aufträge ohne Ergebnis blieben oder ein Schaden entstand. Der Sinn dieses Gleichnisses dabei ist, die Aufgabe des Menschen mal in diesem System darzustellen. Und zwar hat unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam dabei den ersten Schritt gemacht, und zwar mit der Himmelfahrt. Wir wissen ja, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam bei der Himmelfahrt die ganzen Gottesdienste der anderen Geschöpfe auf dieser Erde, sei es der Baum, sei es die Tiere, gesammelt hat und dann in der Himmelfahrt beim persönlichen Gespräch zwischen ihm und Allah an Allah weitergegeben hat. Weil diese anderen Geschöpfe nicht in der Stellung sind, nicht in der Position sind, ihre eigenen Gebete an Allah weiterzureichen. Diese Aufgabe hat auch jeder persönliche Mensch, und zwar wenn er das Gebet für Allah verrichtet. Und wenn dieser Mensch jetzt seine Aufgabe nicht nachkommt und diese ganzen Gottesdienste, die diese Tiere und diese ganzen Geschöpfe machen, nicht an Allah weiterreicht, dann sorgt er dafür, dass eben diese Gebete leer ausgehen. Das heißt, dass diese Gebete sozusagen für nichts gemacht wurden. Weil der Mensch die Aufgabe hatte, sie weiterzureichen, und diese hat er nicht gemacht. Wie hier gesagt wurde, durch diesen faulen Diener sind einige Pflanzen gestört und einige vertrocknet. Dadurch kommt es auch dazu, dass die Gebete, die diese einzelnen Geschöpfe machen, entweder vertrocknen und nicht oben ankommen, oder dass der Mensch eben diese Gebete stört und sie nicht dorthin bringt, wofür sie geschaffen worden war. Also als letztes Thema, und zwar eine Frage, die mir eine Mitschülerin mal gestellt hat, war: Wieso ändert der Koran ständig seine Themen? Wenn man sich mal die Bibel oder die Tora anschaut, sieht man, dass es alles chronologisch geordnet ist. Es fängt von Punkt 1 an und endet auch am Ende. Es ist wie ein Märchenbuch sozusagen aufgebaut. Wieso ist der Koran nicht so aufgebaut? Wurde gefragt. Als Antwort darauf zeigt Nussi im Werke der Risale Nur, dass der Koran nicht als ein Ganzes herabgesandt wurde, sondern Stück für Stück. Und diese Herabsendung war auch nicht willkürlich, sondern war den Situationen nachgeordnet. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Hazrat Wahshi, und zwar der Mörder des Onkels unseres Propheten. Dem hat Allah angeboten, in den Islam einzutreten, aber der hat verneint, weil er sich nicht sicher war, ob Allah ihm wirklich vergeben würde. Daraufhin wurde noch ein Vers hinabgesandt. Als er den Vers dann auch abgelehnt hat, kam noch einer. Und das ist in verschiedenen Situationen genauso. Das heißt, die Verse werden nicht willkürlich einfach Reihe nach Reihe herabgesandt, sondern werden den Situationen zugeordnet. Während eines Krieges kommt zum Beispiel ein anderer Vers, oder während einer friedlichen Situation kommt ein anderer Vers. Deshalb ist der Koran, wie sie gesagt hat, sehr durcheinander. Er wirkt sehr durcheinander, aber in diesem Durcheinander ist auch eine Ordnung zu sehen. Ja, vor allem als diese Verse an Hazrat Wahshi herabgesandt worden sind, also an unseren Propheten, der sie da weitergeleitet hat, haben die Gefolge unseres Propheten ihn gefragt, ob diese Verse nur für Hazrat Wahshi allein bestimmt sind. Darauf hat unser Prophet geantwortet, obwohl dieser Vers erst einmal so gesehen nur an Wahshi gerichtet ist, spricht dieser Vers für die ganze Menschheit. Und genauso ist es auch mit den restlichen Versen des Koran. Jeder Vers hat in jeder Zeit, da der Koran ja vom ersten bis zum letzten Punkt gilt, hat er in jedem Jahrhundert hat er seine Auslegung. Das heißt, jeder Vers spricht für jeden Menschen und spricht jeden Menschen auch persönlich an. Das ist auch das unter anderem das Besondere am Koran, denn die Wunder der anderen Bücher zum Beispiel sind ja, dass die Wunder, die zu der Zeit passiert sind, zu der Zeit auch bestimmt sind. Aber das Wunder des Koran ist es, dass jeder, der den Koran liest, dass das Wunder des Koran auch auf ihn bestimmt ist. Dass sich das Wunder des Koran auch auf ihn richtet. Weil der Koran nun mal allgemein ist und für die Allgemeinheit herabgesandt worden ist. So, falls ihr sonst noch keine Fragen mehr habt, war es das dann soweit oder irgendwas hinzuzufügen? سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة